ich bin Tobias von der Bürgerinitiative Stadt Ring Süd und von dem Aktionsbündnis 100 stoppen. Was wir gerade gehört haben, nee, nee, nee. Und was ihr von den Baggern gesungen habt, das passt genau zu dem Thema, zu dem ich euch jetzt was erzählen möchte. Es geht um die Stadtautobahn 100. Sie soll von Neukölln nach Treptow und später nach Friedrichshain verlängert werden. Über 400 Millionen Euro möchte man in Beton gießen. Die Träume basieren auf den Ideen einer autogerechten Stadt aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Als die Mauer fiel im Jahr 1989, da fingen diese Träume wieder an bei den Stadtplanern. Und schon 1992 standen diese Pläne auf dem Bundesverkehrswegeplan. Seitdem haben wir diese Pläne, dass die Autobahn verlängert werden soll. Was bedeuten diese Pläne für uns? Für hunderte Menschen bedeutet das den Verlust der Wohnung und von ihrem Garten. Für Tausende mehr Dreck und Lärm. Und für ganze Stadtviertel wie hier in Friedrichshain droht der Verkehrskollaps. Auf unserer Demo-Route durch den Friedrichshain, bei der Zwischenkundgebung vorhin auf der Oberbaumbrücke, waren wir genau dort, wo tausende Menschen die verheerenden Auswirkungen täglich spüren werden, sollte dieses Betonmonster gebaut werden. Tausende Fahrzeuge, darunter viele LKWs, werden zusätzlich Friedrichshain zustauen und die Luft verpesten. Hier auf der Stralower Allee wird mit etwa 3000 Kfz am Tag mehr gerechnet. Insbesondere LKWs werden dann eine Abkürzung durch Friedrichshain und Prenzlauer Berg zur A114 nehmen. Auch werden jetzt bereits vollendete Tatsachen geschaffen. Insgesamt 314 Kleingärten in Neukölln auf einer Fläche von über 12 Hektar standen dem Betonmonster im Weg. Sie wurden heimlich, still und leise im November letzten Jahres aufs rechtswidrige Weise gekündigt. Hinter jedem Garten stehen menschliche Schicksale. Wir haben dort mit den Menschen gesprochen, die mit Tränen in den Augen erzählt haben, dass sie Garten schon seit Jahrzehnten und zum Teil seit mehreren Generationen ihr Lebensmittelpunkt ist. Nun ist das Gelände von einem Stacheldrahtzaun mit doppeltem NATO-Draht eingezäunt und wird mit Wachschutz gegen friedliche Menschen verteidigt, die nur mal in diesem traumhaft schönen Biotop spazieren gehen wollen. Müsste Berlin den Ausbau der A100 selbst bezahlen, würde niemand auf diese verrückte Idee kommen. Selbst eine normale Straße anstelle der Autobahn, die vielleicht nur ein Zehntel der mehr als 400 Millionen kosten würde, kann Berlin nicht selbst bezahlen. Aber da das Betonmonster uns vom Bund geschenkt wird, wird so lange abgestimmt und getrickst, bis das Ergebnis den politischen Entscheidern passt. Statt um sachliche Argumente geht es unseren Politikern nur noch darum, ihr Gesicht zu wahren. Eigentlich sollte in Kürze Baubeginn sein. Aber unsere Proteste haben dazu geführt, dass erst nach der Abgeordnetenhauswahl am 18. September über den Bau entschieden wird. Aktuell sind Bündnis 90 die Grünen, die Linken und Teile der SPD, genauer gesagt die SPD in Friedrichshain, eigentlich insgesamt eine Mehrheit im Berliner Senat gegen den Autobahnausbau. Auch die Piratenpartei ist dagegen. Trotzdem wird die Planung der Betonpiste derzeit mit Millionenbeträgen vorangetrieben und der Planfeststellungsbeschluss steht bereits. So kann jederzeit mit dem Bau begonnen werden. Das ist faule Politik. Wir lassen uns nicht veräppeln, weder vor noch nach der Abgeordnetenhauswahl. Wir gehen nicht weg. Wir lassen unseren Lebensraum nicht zu betonieren. Wir wollen keine Autobahn und kein Megabeton in Berlin. Wir fordern eine nachhaltige, menschengerechte und ökologische Stadtentwicklung und Verkehrspolitik und wollen an allen Entscheidungen von Beginn an beteiligt werden. Wir zeigen Herrn Wovereit und dem Berliner Senat die rote Karte und sagen ganz klar, hopp, 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 A100 stopp. Hopp, hopp, hopp,
100 Stopp! Hopp, hopp, hopp! 100 Stopp! Hopp, hopp, hopp! 100 Stopp! Genau. Ja, vielen Dank. Infos findet ihr auf unseren Webseiten stopp-100.de und 100stoppen.de. Und jetzt macht Carsten Jost weiter.